Sonntag, 18 Uhr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt alle mit einem Livestream gerechnet, dass ich den Motor einbaue. Ich selber auch. Aber ihr habt eben gerade schon gesehen, ich war in den letzten Tagen wirklich überwältigt, als ich wirklich diese Technik fertig hier das erste Mal live vor mir stehen sehen habe. Allerdings heute einbauen klappt noch nicht, weil es sind noch zwei, drei Nuancen. Ich brauche einfach nochmal 48 Stunden, die ich gerne ausgebaut an dem Motor hätte, um zwei, drei Kleinigkeiten einfach wirklich nochmal final fertig zu machen, dass er dann wirklich reinkommt, wenn er rein soll. Und die Zeit haben wir einfach noch, weil ihr kriegt jetzt nämlich heute trotzdem ein geiles Video, weil ich habe mir nämlich was überlegt. Als allererstes einmal zum Motor, guckt euch bitte einfach dieses geile Gerät an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es sieht auch irgendwie schon wieder, ohne mich jetzt irgendwie zu sehr oder uns, an der Stelle vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, die mir hier geholfen haben. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und ihr habt auch alle den Großteil von den ganzen einzelnen Sachen gemeistert, wirklich. Aber es sieht einfach krass aus, wenn man hier vorsteht. Es sieht wirklich einfach krass aus. Wirklich. Also ich kann nur einfach nochmal Danke sagen, weil es ist einfach jedes Teil. Es ist egal, ob es die Schweißnähte von Tom sind. Es ist egal, ob es die Corserie mit Marius, Chris und Artyom ist. Es ist wirklich einfach alles, alles genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe in diesem Auto. Und ja, zwei, drei Kleinigkeiten noch, dann kann er rein. Aber erstmal gebe ich euch ein kleines Update zu dem Motor, so wie er jetzt steht. Weil ich finde, das kann man ausgebaut einfach auch einmal perfekt zeigen. Weil jetzt seht ihr tatsächlich das erste Mal diese ganze Pracht mit der Ansaugbrücke. Für mich bis heute, also ich bin wirklich gespannt, was auf dem Prüfstand passiert, weil alleine, wenn man schon jetzt diese Ansaugwege sieht, wie die Luft hier so in den Kopf einfach nur rein beschleunigt. Ja, das wird einfach geil. So, wir haben vier Druck- und Temperatursensoren. Linke, rechte Bank, obwohl die miteinander verbunden sind, haben wir vor der Drosselklappe, hinter der Drosselklappe, je nachdem, wie rum es man sieht. Drucksensor, das heißt, wir können Druck und Temperatur vor und hinter den Ladeluftkühler messen, weil hier unten haben wir noch einen reingeflanscht. So, das heißt, wir sehen ganz genau, wie gut die Ladeluftkühler funktionieren. Wir sehen, wie gut die Lader funktionieren. Wir sehen Gegendruck links, rechts und Laderdrehzahl links, rechts. Also wir können wirklich ganz genau sehen, was dieser Motor macht. Ja, sonst, sonst so alles. Die Lösung hier finde ich nach wie vor geil, dass ich keinen Behälter mehr habe, sondern nur hier das als Reservoir auf das Wasserrohr geht. Und letzter Punkt. Also generell diese ganze Variante, die einfach jetzt über die lange Zeit auch schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten ist, aber erstmal überhaupt 15 mm Stahlversteifungsplatte, ist halt schon echt ein Klopper, der da drunter ist. Also die bringt dann halt auch richtig was. Und dann nochmal von Amstec aus der Schweiz diese Trockensumpfanlage mit der direkt angeflanschten Ölpumpe. Ja. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Valentin. Der hat mir nämlich wirklich aus dem Nix nochmal schnell hier so einen geilen gefrästen Aluhalter gekoffert. Wir hatten da ja provisorisch erstmal einen Halter geschweißt und dann, da gab es auch nochmal Billet. So, das ist alles geil. Hier seht ihr mal, wo ich die Pop-Offs positioniert habe. Die wollte ich gerne Laderausgang und unten, dass man so oben nicht sieht, dass der Motorraum schön clean bleibt. Ja, und leistungstechnisch, wo ich fast sage, wo am meisten kommen wird, also Unterschied zwischen dem Motor und dem alten Motor, sind zwei Sachen. Das ist einmal die besagte Ansaugbrücke. Und dazu genauso die Ansaugung. Man kann jetzt wirklich von hier fast mit einem langen Arm bis an den Turbolader kommen. Also wenn Fritz Arm ein bisschen länger wäre, könnte er hier Spiel checken durch die Stoßstange, ohne Motor auszubauen. Und das werden einfach Welten sein, weil jeden Millibar, den man vor dem Turbolader an Unterdruck hat, ist wirklich, sind PS, die am Ende fehlen. Und wir hatten ja vorher die Ansaugung raus am Motor vorbei, durch das Y-Rohr zusammengeführt in einen Luftfilterkasten. Gegenüber jetzt, Fahrtwind drückt mit dem Trichter rein und es geht gerade auf den Lader. So, also die beiden Sachen, sage ich, sind dafür entscheidend, was hier an Leistung kommt. Und dann sind natürlich die TTE-Lader, die ja nochmal ein Upgrade bekommen haben, auch einfach nochmal deutlich größer. Ne? Also das ist schon. Also ich bin einfach nur überwältigt. Und ich saß hier, als ich das Ding zusammengebaut habe, hatte wieder geile Mucke hier an. Und war einfach, ich musste es einfach einmal so zusammenstecken, um das in voller Pracht einmal so zu sehen. Ne? Geil. So, was machen wir heute? Eine Sache fehlt noch, zwei Sachen fehlen noch, drei Sachen fehlen noch. Das ist einmal natürlich ein Titanauspuff bis zum Ende. Da müssen wir ja ab hier noch weiterbauen. Das geht zum Beispiel erst, wenn der Motor drin steckt. Das können wir noch nicht machen. Eine Sache, die wir aber schon wieder machen können, ist Thema Kurbelwellengehäuseentlüftung von diesem Motor. Bin ich schon ein paar Mal drauf eingegangen. Normalerweise bei einer serienmäßig verbauten Trockensumpfanlage, ganz kurzes Exkursé,
Kurzer Exkurs zum Thema Trockensumpf. Was ist Trockensumpf? Trockensumpf heißt eigentlich nur, dass man in dem Motor, das klingt jetzt so krass, aber man hat Trockensumpf, man hat in dem Motor kein Öl mehr. Jetzt fragt man sich, wie geht das? Das liegt einfach daran, dass hier, also bei der Trockensumpf, ist es so, dass man eine Pumpe hat, die mehr Leistung in das Absaugen des Öls schiebt, als in eigentlich den Öldruck. So, das heißt, von diesen vier Kammern, Kammer 1, 2, 3, 4, sind die ersten drei Kammern, sind wirklich nur dafür da, um konstant aus dem Motor rauszusaugen. Das kann alles sein. Das kann Luft sein, das kann Öl sein, das können Späne sein. Egal, was da drin ist, die Pumpe wird es rausziehen. Das hat aber erstmal rein gar nichts mit der eigentlichen Ölversorgung zu tun, weil die Ölversorgung ist extern ausgelagert. Die vierte Kammer, die hier hinten dran ist, die ist jetzt bautechnisch halt leider hinten angeflanscht. Deswegen muss diese Kammer auch einmal durch die Ölwanne saugen. Aber die saugt einfach hier raus, aus dem hinteren. Und der geht einfach an den Behälter ran. So. Das heißt, es ist theoretisch ganz egal, was in dem Motor gerade los ist. Die Ölpumpe hat immer Öl von diesem Behälter und hat immer einen konstanten Öldruck im Motor. So. Weil die Pumpe pumpt hier einfach raus und pumpt hier vorne rein in die Versorgung vom Motor. Das heißt, der Motor hat immer einen konstanten Öldruck, welchen ich von außen einstellen kann über ein Ventil, wie ich es haben will. Drei Kammern saugen immer vom Motor ab und pumpen durch diesen Anschluss in den Behälter rein. So, das ist eigentlich der sogenannte Trockensumpf. Nasssumpf wäre das Gegenteil, das heißt einfach eine Ölwanne und das Öl steht unten in dem Motor drin. Jeder, der so ein bisschen mit Öl schon mal rumgeplanscht hat, kann sich einfach vorstellen, was in dieser Ölwanne unten los ist. Wir haben eine Kurbelwelle, die dreht sich da mit 8000 Umdrehungen. Alleine schon diese Zahl ist ja immer so. 8000 Umdrehungen die Minute durch 60 sind ungefähr 12, 13, 130, 135 Umdrehungen pro Sekunde. Überlegt mal. Eine Sekunde dreht sich die Kurbelwelle über 100 Mal da. Und da kann man sich ja schon vorstellen, was da unten öltechnisch drin los ist, was da an Geplätscher, an Gespritze, an Gepansche und so weiter ist, was hier alles weg ist, weil hier ist Kurbelwelle zu, da ist quasi dann ein Blech vor und das ganze Öl wird da drunter abgesaugt. So. Und alleine das ist halt schon der Vorteil. Man kann natürlich auch viel kaputt machen, weil das Öl anfängt zu schäumen, der Behälter leer ist, der Behälter zu voll ist. Das werden wir dann später alles im Betrieb feststellen. Ne? Und man kann natürlich perfekt Öllevel checken, weil man dreht einfach nur den Deckel auf und sieht halt, ob zu viel oder zu wenig drin ist. Jetzt, eigentlich wollte ich euch erklären, bei einem Serienauto ist es folgendermaßen. Ein Serienauto, was eine Trockensumpfanlage hat, wie zum Beispiel die ganzen V10 Mittelmotoren, da ist diese Trockensumpfanlage normalerweise so ausgelegt, dass die Pumpe genug Power hat, den ganzen Motor abzusaugen. Das heißt, man macht den Motor in Form von der Kurbelwellengehäuseentlüftung zu und zieht wirklich alles raus. Merkt man zum Beispiel daran, wenn man den Öldeckel bei manchen Motoren aufmacht, wenn sie überhaupt einen Öldeckel haben, dass der Öldeckel sich festsaugt. Das heißt, man hat sogar einen Unterdruck in dem Motor drin. Macht man den ab, in dem Moment fängt der Motor sogar an, ein bisschen unrund zu laufen, weil er dann nämlich über den Kurbelraum ein bisschen Nebenluft zieht. Das kann natürlich ein Hersteller perfekt auslegen, weil der kennt Verschleißwerte von dem Motor, wie viel Dämpfe gehen an den Kolben vorbei und so weiter. Das geht bei uns nicht. Jetzt wurde mir dringlichst davon abgeraten, diesen Motor zu verschließen. Ich hatte die Hoffnung, beim Warmlaufen lassen damals auch, ich mache einfach alles hinten zu und die Pumpe ist stark genug, um alles rauszusaugen. Dabei kann es aber wohl zu dem Problem kommen, dass dieses Saugen, es ist so ein bisschen wie Variante 1 ist, ich trinke aus einer Flasche und lasse keine Luft mehr rein. Oder die Flasche ist oben offen, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Trichtereffekt, aber das eine Mal merkt man ja, wie stark man an der Flüssigkeit saugen muss und einmal läuft sie ja förmlich raus. Das Rauslaufen ist die Variante, dass die Entlüftung des Motors offen ist und einfach Luft rein kann in den Motor, während unten die Pumpe absaugt. Das sorgt natürlich dafür, dass das Öl einfach besser ist, weil das Öl leichter ohne Zugkraft in die Pumpe wieder in den Behälter geht. Wenn es zu ist, kann es passieren, dass das Öl richtig rausgezogen wird, dann fängt es an zu schäumen und die Ölqualität hier drin ist nicht mehr so gut. Das heißt, das Öl wird milchig, schäumig und ist am Ende, dadurch, dass halt Luft reingemischt ist, einfach nicht mehr so druckstabil wie halt pures Öl. Das heißt, Pleuellagerschäden, Motorschäden und so weiter. Deswegen können wir die Entlüftung nicht zumachen und deswegen haben wir jetzt diese XXL-Entlüftung hier hinten dran. Die habe ich ja im letzten Video schon gezeigt. Also wir gehen quasi aus beiden Ventildeckeln hier in dieses Y-Stück
Und genauso aus dem Block in der Mitte gehen wir auch in dieses Y-Stück. Und diese Leitung, Dash 20, geht jetzt nach hinten. So, wo geht die hin? Leider in einen weiteren Catch-Tank, den wir in diesem Video bauen müssen. Gefühlt Video schon rum, haben wir aber nichts gemacht. Ist aber nicht schlimm. Weil wir müssen irgendwo einen Catch-Tank hinbauen. Das heißt, dieser Catch-Tank hat die Aufgabe, jegliche Gase, die aus dem Motor kommen, müssen getrennt werden, Öl und Luft. Luft kann einfach nach draußen. In dem Fall werde ich mal was testen. Ich denke mal, ich werde diese Luft später in den Auspuff führen, dass sie zur Not im Auspuff einfach ein bisschen verbrennt. Dann stinkt es nämlich nicht so. Machen die Amerikaner auch ganz viel. Und das Öl sammelt sich in diesem Behälter. Das ist die Aufgabe von einer Entlüftung. Genauso muss natürlich auch dieser Tank eine Entlüftung haben, weil oben geht Öl rein, unten geht Öl raus. Niemals sind die Mengen gleich. Das heißt, es entsteht ein Über- oder ein Unterdruck. Das heißt, der Tank kann nicht geschlossen sein, sondern der Tank muss offen sein. So, das heißt, auch aus diesem Tank kann irgendwie mal ein bisschen Öldampf, Ölnebel kommen, wie auch immer. Und auch diesen Ölnebel müssen wir abscheiden. Kann man hier drin eigentlich die Entlüftung sehen? Ja, so grob kann man die hier schon sehen. Oh, hier steht noch Öl drin. So ein bisschen mehr. Deswegen ist es auch so schwer. Hätte mich da schon gewundert, Alter, dass ich so einen schweren Tank da reingemacht habe. Das hier ist die Entlüftung. Hier ist schon mal die Vorversion eines Ölabscheiders drin. Das heißt, hier geht das Öl wieder rein von vorne, vom Motor. Hier drückt quasi das Öl rein. Dieses zirkuliert hier drin dann, setzt sich ab und die Öldämpfe müssen quasi an dieser Wand in der Mitte in das Rohr, nach ganz oben gegen den Deckel und dann hier durch das Röhrchen so quasi raus. Und da hofft man einfach, da Öl schwerer ist als Luft, dass die Ölteilchen sich an den Flächen absetzen und die Luft weiter strömt. Ist so ein bisschen jetzt ganz, ganz, ganz übertrieben gesagt, wenn ihr mit dem Auto durch den Regen fahrt und die Wassertropfen auf der Scheibe bleiben und die Luft quasi weitergeht. Das ist so ein bisschen übertrieben gesagt ähnlich halt. Ne? Das Öl ist einfach schwerer als die Luft. Das heißt, man muss Schottwände bauen, wo die Luft gegenprallt, dass das Öl dann quasi ablaufen kann. Das geht natürlich am allerbesten, wenn die Geschwindigkeit hoch ist. Weil je höher die Geschwindigkeit ist, je höher ist die Massenträgheit, je eher wird sich das Öl an der Wand absetzen und ablaufen. So, und genau deswegen macht man das Ganze zentrifugalmäßig. Weil jeder kennt es von der Kirmes, wo ist die Fliehkraft am höchsten? Natürlich, wenn man sich eng um Kreis dreht. Und genau das will man mit der Luft erzeugen. Das heißt, die Luft soll hier so kreisrum gehen, dass das Öl nach außen getrieben wird von der Fliehkraft und runterläuft und die Luft quasi dahin geht, wo sie nur hingehen kann. Und das ist die Entlüftung. So. Genau das Gleiche müssen wir jetzt nochmal nachbauen. Das heißt, wir wollen auch einen Behälter bauen, ähnlich wie ich es bei der alten Limo hatte, wo die Luft außen reingeht, der Behälter soll rund sein und die Luft soll dann zirkulieren und in der Mitte wieder rausgehen. Also, ich zeichne euch das mal auf. Zeichenstunde. Mein Gedankengang ist folgendes. Achso, wo machen wir den Tank hin? Idealerweise nicht in den Innenraum, weil egal wie gut die Schweißnähte sind, aus Erfahrung, gerade Öldämpfe, es kann immer so ein bisschen stinken. Das heißt, geiler wäre da schon, wenn der außerhalb ist. Motorraum, gar kein Platz, macht auch keinen Sinn, weil der Behälter im Innenraum ist. Das heißt, die einzige Variante, die ich für einen Behälter sehe, ist entweder hinter unserem Benzintank, da ist ja noch Platz ohne Ende, oder genauso haben wir Platz vor der Achse, wo normalerweise der Tank ist. Das heißt, ja, gerade zu faul, es drunter zu legen. Normalerweise hat man auf der rechten Seite vor der Achse den Tank und auf der linken Seite ist Auspuff mit Mittelschalldämpfer und so weiter. Da geht ja auch bekanntlichermaßen den Auspuff lang. Das heißt, uns bleibt nur rechts der Platz vor der Achse. Dahinter möchte ich nicht, weil ihr habt ja gesehen, wir müssen mit Dash 16 und Dash 20 da irgendwie rankommen. Je weiter das weg ist, je schwerer wird es. So ein Meter ist ganz schön schwer von dem Zeug. Und wir müssen dann wieder irgendwie an der Achse vorbei, an dem Tank vorbei, an dem Auspuff vorbei und so weiter. Deswegen, wir gehen Ende Mitteltunnel. Okay. Nun zur Funktion. Also, ich habe mir überlegt, unser Behälter soll grob so aussehen. Das ist erstmal nur ein Rohr im Querschnitt. Dann gehen wir irgendwo hier so mit Dash 16 ran. Das heißt, die ganze Luft muss... Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie man das in der Schule gezeichnet hat. Die ganze Luft muss so hier außenrum lang. Als wenn ich es geübt hätte, ne? Ja. Alter, ich saß neulich zu Hause. Fritz kann auch so gar nicht zeichnen, anderthalb. Und er hat tatsächlich aber vor sich ein Auto stehen gehabt. Und es gibt ja diese Malbilder, wo man Bilder ausmalt. Und er hat sich gar nicht dafür interessiert. Normalerweise ist es mit dem Stift so.
Und dann hat er aber tatsächlich ein unausgemaltes Auto gesehen und hat angefangen, das Auto auszumalen. Da hat er tatsächlich auf einmal Lust drauf gehabt. So, egal. Die Luft geht hier so durch. Jetzt muss ich irgendwo hin. Ganz viele lassen einfach nur ein Viereck gegen leeren Behälter. Ihr könnt es einfach sein lassen, es bringt rein gar nichts. So, wenn das Ganze eine Funktion haben soll, muss die Luft hier so durch. Und dann brauchen wir in der Mitte ein Rohr, welches hier durchgeht. Wo dann die Luft, nachdem sie hier durchzirkuliert ist, wieder hochgeht. Und hier oben ist quasi der Auslass. So, das heißt, es geht hier rein und da raus. Maximale Endstufe ist, wenn wir in dieses Rohr dann noch ein paar Bleche machen. Ganz wichtig, so Labyrinthbleche, so rum angeordnet. Damit jegliche Luft, die dann noch dagegen geht, quasi wirklich wieder zurück und raus muss. Dass die Luft dann am Ende wirklich hier so rausgeht. So, das heißt, jegliches Öl tropft nach unten ab. Und hier drunter können wir dann irgendwie schön irgendein Behältnis machen, wo sich das Öl drin sammelt, wo wir hier, keine Ahnung, einen kleinen Stutzen ranmachen können zum Öl ablassen. So. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Spaß. jetzt denkt jeder wieder, boah, wie willst du das bauen? Ganz ehrlich, das sieht viel, viel wilder aus, als es ist. Das ist relativ einfach gemacht, weil mein Plan ist es, wir nehmen einfach, also ich messe gleich mal grob, wie viel Platz da drunter ist. Warte, das mache ich mal als erstes. Also, wir haben in der totalen maximal 20 cm. Wir schreiben es in Millimetern, 200 in der Höhe. So, von der Länge her haben wir zwischen Unterboden und Achse locker ohne Probleme 300. Das heißt, wie bauen wir das Ganze? Wirklich ganz easy. Dieses hier in der Mitte ist ein 100er Rohr. Haben wir bei uns im Sortiment. Dieses 100er Rohr schneiden wir einfach auf eine Länge und fertig. Dieses Rohr in der Mitte machen wir dementsprechend kleiner. Ich würde dabei immer empfehlen, dass der Abstand zwischen inneren und äußeren Rohr schon ungefähr der Querschnitt ist, wie man reingeht. Dash 20 wird jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 25 mm haben. Das heißt, 25 mm mal 2 sind wir bei dem inneren Rohr ungefähr bei einem 50er Rohr. Dann haben wir einen 25er Spalt, der rum ist. Den Kasten hier unten, optisch würde es natürlich am schönsten aussehen, wenn wir da einen größeren runden Kasten als Reservoir machen, damit es halt geometrisch schön aussieht. Ich habe aber kein größeres Rohr als 100. Das heißt, wir müssen da einen Viereckkasten machen. Dieser Kasten kann, wie ich schon sagte, 300 mal 250 sein. Jetzt kommt der Clou in der ganzen Sache. Als ich eben gerade darunter lag, habe ich mir überlegt, wir machen nicht ein Rohr, sondern zwei Rohre. Weil wir haben ja einmal die Entlüftung vom Motor und wir haben einmal die Entlüftung vom Tank. Das heißt, wir können einfach mit zwei Schläuchen dran gehen, haben zwei Entlüfter, die dann in den Behälter gehen. Wir haben natürlich keine Chance, dieses Öl von hier wieder in den Behälter zu kriegen, weil das tiefer sein wird. Aber egal, idealerweise ist da eh nichts drin. Wenn was drin ist, dann lasse ich es halt ab und fertig. Das heißt, was machen wir? Ich hole mir meine Flex, eine Schutzbrille und gehe an die Kantbank. Wir machen ein Rohr, das würde ich jetzt mal ungefähr 10 cm lang machen. Dann brauchen wir von dem 50er Rohr, brauchen wir dementsprechend ein längeres, weil das ja oben rausgucken soll. Und den Behälter machen wir hier unten 250 mal 300. Das machen wir genauso wie bei dem Tank aus zwei Teilen, zwei U's, dass wir möglichst wenig schweißen müssen. Let's go. Also für solche Arbeiten kann ich euch einfach nur empfehlen, eine Bandsäge. Wie gesagt, eine Rohre, nochmal eine Bandsäge und zwei U's aus Alu, die man mit einer normalen Kantbank auch einfach kanten kann. Fertig. Material kosten hier gerade 20 Euro, 30 Euro vielleicht. Ne? Muss halt wirklich nicht mal alles teuer sein. Das hier ist unser Reservoir, 25 mal 30. Was schätzt du, wie viel hier reingeht? Geile Frage von mir wieder. Ne? Ich frage einfach meine ganzen Leute immer drumherum. 25 mal 30? Ja, nicht rechnen, man darf immer nicht rechnen. 2,5 Liter. Ja, gar nicht so schlecht. Also dementsprechend 25 mal 30 sind 0,75 Liter auf 1 cm. Jetzt haben wir hier 5 cm Höhe, das heißt, es sind 3,5 Liter, die hier reingehen. Sieht immer gar nicht so viel aus, ne? Aber ja, ich habe eine Milchpackung im Kopf. Ja, das stimmt. Wenn du so drei Stück nebeneinander legst, ne? Aber wenn man jetzt, wenn hier 3,5 Liter drin sind, dann habe ich eh ein Problem. Also dann ist es gut Problem. So, dass das Öl dann im Auspuff ist, weil dann ist. Ah, da wird Tom aber wieder stolz sein auf die Vorarbeiten. Alter. Weil, ja, weil das ist ja sein Traum hier. Sein Traum des Schweißens ist das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall perfekt. So habe ich es gelernt. Dann habe ich einfach nochmal ein Rohr mehr abgeschnitten, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht den
je nachdem, wie die Höhe am Ende im Auto ist, vielleicht mache ich mir nochmal einen kleinen Ablauf-Sumpf unten drunter. Durch das Fahren bewegt sich das Öl ja ein bisschen. Und diese 2 Zentimeter, sage ich, reichen schon, dass sich hier der Dreck drin sammelt in dem Öl. Dass das durch die Bewegung einfach immer über dieses Kante laufen, bleibt das Öl eher unten. Der Dreck bleibt unten, das Öl geht hoch. Jetzt kurz zu unserem Plan. Also, eine Sache müssen wir jetzt gleich am Auto noch definieren. Und zwar, das ist die Frage, wo jetzt diese beiden Behälter hier hinkommen. Aber grob ist der Plan, irgendwie, ich würde sie jetzt mal wahrscheinlich... Also es macht keinen Sinn, das ist jetzt hier die Fahrtrichtung. So macht keinen Sinn, weil ich sagte ja, wir wollen hier noch irgendwie rangehen. Das heißt, man kommt nicht tangential an das Rohr ran. Das ist auch ganz wichtig, dass man tangential rangeht. Tangential heißt immer, die Tangente ist quasi immer hier so der 90-Grad-Winkel auf dem Kreis. Und ganz wichtig ist halt, dass man so rangeht, dass wirklich die Luft beim Reingehen direkt sich an der Außenkante anlegt. So, das heißt, ich vermute mal, wir werden das Ganze irgendwie so ein bisschen so machen. Ein Glück habe ich eine 100er Bohrkrone, die wird noch entscheidend sein, weil hiermit können wir, ich habe ja dieses geile 100-Euro Tool, um die Löcher zu stanzen. So, würde auch gehen, aber dabei verbiegt sich der Deckel und ich will aber diesen Deckel, den ich hier aussäge, haben, weil ich muss es hier oben wieder zumachen. Stimmt. Das heißt, ich kann jetzt hier, das passt sogar, einfach ein Loch reinschieben, Deckel drauf, in diesen Deckel kann ich dann ein 50er Loch machen und da schiebe ich das Ding dann durch. Ganz wichtig ist, dieser hier muss auch ein bisschen tiefer rein, dass selbst die Luft, die sich unten in den Behälter verirrt, nicht einfach wieder rein kann, sondern auch um diese Kante wieder rum muss. Wichtig. So, deswegen habe ich den ein bisschen länger gemacht. Also der sitzt dann ungefähr so. Und dann am Ende kommt noch der Eumel hier in der Mitte. Und da gehe ich dann, mal gucken, das muss ich dann sehen. Vielleicht kürze ich den ein und gehe ab der Platte direkt mit dem Rohrbogen raus. So vermute ich mal, wird es eher sein, dass wir ab hier mit dem Rohrbogen direkt rausgehen, dass man dann mit dem Dashfitting so hier rankommt. Wird noch ein bisschen Stückelei, aber so ist der Plan. Wir müssen den definitiv mal im Auto jetzt einmal ranhalten, um zu gucken, wie viel Platz da ist. Das heißt, ich klebe den jetzt einfach zusammen. Das wird auch vollkommen reichen dafür. Ich sehe auch schon wieder die Frage mit, wo hast du das T-Shirt her, wann kommt denn das, welche Kollektion ist das? Echt? Ja, safe kommt sowas. Das war eigentlich schon alt, ne? Ja, ein Jahr. Ne? Ja. Ich habe da was im Lager gefunden. Also ich glaube, wir können den fast plan hier machen. Dann kommt der hier drauf. Wir reden jetzt über den Ausgang. Dann ist fast sogar für Dash 20 noch zu groß. Habe ich aber so geile Kronen, den können wir dann auch noch passend einkürzen. Und dann haben wir wirklich alles rausgeholt hier. Wenn wir den dann passend einkürzen, dass wir hier genau drauf kommen, haben wir hier Maß der Dinge. So, ja, wir kommen natürlich relativ hoch, aber Minimum Höhe, die wir haben müssen, ist hier logischerweise das Fitting. Plus, man muss den Sechskant drehen können mit dem Deckel hier. Außer man schweißt sich das jetzt wieder so komplett außerhalb. Das wäre die andere Variante. Man kann natürlich auch hier ein Rohr drauflegen und alles verschweißen und so. Ja, aber wie ihr seht, das ist ja wirklich von der Höhe her hier nicht viel. Also den könnten wir jetzt hier nochmal, weiß ich nicht, den können wir ja bis hierhin einkürzen nochmal, wenn wir wollen. Das heißt, das wäre schon Minimumhöhe. Alles andere wäre wirklich vom Durchmesser her, das ist halt immer bei den Dashgewinden. Man denkt immer, das ist so ein Riesending. Aber der eigentliche Innendurchmesser wäre tatsächlich eigentlich nur der Bogen. Sieht dann aber irgendwie so ein bisschen verloren aus, ne? Ja. So, aber den können wir übrigens perfekt auch nehmen, um hier tangential anzuschweißen. Kann man entweder so abschneiden, also jetzt passend in dem Radius, oder man kann auch einfach nur ein gerades Rohr nehmen und das gerade Rohr so ansetzen, ne? Ja, also dafür müssen wir jetzt als allererstes mal gucken, wie viel Platz wir eigentlich nach oben haben. Also einkürzen können wir immer noch alles. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie viel Platz hier ist. So, erstmal hier zurechtfinden. Also, hier drüber sitzt ja eh auch der Öltank. Und da kommt jetzt auch dieser Behälter rein. Dann bald alles Alu hier unten drunter, ne? Ah, jetzt verstehe ich es auch. So, war der Plan. Ich sehe aber jetzt schon, dass wir schon grenzwertig hoch sind. Also hier hat man zufälligerweise genau eine leichte Vertiefung, wo halt dementsprechend die eigentliche Abluft weggeht.
Die Abluft ist auch geplant, dadurch, dass hier die Kardanwelle langläuft, habe ich da drüber, zufälligerweise, das sind so diese typischen Sachen, die ich mir so beim Einschlafen immer überlege, da liege ich im Bett und lag gerade noch in dem Auto, überlege mir, wie könntest du es bauen, und habe gesehen, dass einmal diese Rundung hier, die frei bleibt, ah, und die Rundung hier drüber. So, das heißt, diese Rundung bietet sich perfekt an, um zum Tank hinzugehen, und die hier drüber bietet sich perfekt an, um über die Kardanwelle weg auf den Auspuff zu gehen. So, das heißt, wir machen auf den Auspuff am Ende auch ein Dash-Fitting und hier kommt einfach eine Leitung mit 90 Grad nach oben, dass es da dann halt reindrückt. Ne? Jetzt kommt nämlich der nächste Punkt noch dazu, aber jetzt, dann sprengen wir den Rahmen jetzt so langsam. Man geht eigentlich deswegen in den Auspuff, weil man steckt in den Auspuff ein Röhrchen. Und die Abgase ziehen an dem Röhrchen vorbei und saugen in dem Moment den Tank leer. Dann wie beim Kummer. Genau. Wenn du es vernünftig baust. So, das ist quasi der eigentliche Effekt dann sogar noch von der Entlüftung im Auspuff, dass dieser Venturi-Effekt, das heißt, es strömt an dem Röhrchen schnell vorbei und er zieht den Tank sogar leer. Das wäre Maß der Dinge halt, ne? So, und das kriegen wir natürlich perfekt hin, indem wir mit den mit ein oder zwei Auslässen, vielleicht kriegen wir das auch so gebaut, dass wir den Tank zusammenführen in eins, hier so drauf, in den Auspuff rein. So, dafür muss der Kollege dann hier so sitzen. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir mit der Tiefe auf jeden Fall arbeiten können. Weil wenn ich sehe, dass das die Schraube von der Achse ist und ich glaube hier so, dass wir unterbodentechnisch, oder wie sieht das von da hinten aus? Ja, das kommt zum Unterboden vorne passend hin. Kommt hin, ne? Und dann haben wir da oben jetzt ziemlich genau noch die 50 mm gerade, würde ich sagen. Das hier sind 50, ne? Mit denen wir mal als Spacer zwischenlegen. Jo. Also wir haben mit Platz 50, mit dem wir jetzt hier arbeiten können. Das heißt, das Rohr, würde ich sagen, kann ruhig weiter nach hinten, dass wir mit dem Tank ein bisschen hier in diese Kante reingehen, ne? Mhm. Dass der Tank ein bisschen weiter nach vorne wandert. Ja, aber auf jeden Fall so soll das Ganze. Dann haben wir ja hier den Einlass. Der wird dann irgendwo, der ist ja ein bisschen tiefer. Der Einlass wird irgendwo hier so sein, auf der Höhe. So. Mhm. Und der andere hier so. Ich denke mal, den hier, ja, da müssen wir leider zusammen dann alle einmal die Augen zudrücken, weil ich muss ja von hier nach oben zu dem Behälter. Und wie ihr seht, ist hier leider gar nichts. Und hier seht ihr ja, das ist das Blech, wo gerade das Blech verschraubt ist. Das heißt, ich befürchte leider, wir müssen irgendwo hier so. Also wir müssen auf der Seite hier hoch. Da wäre nämlich mein Traum, wäre so eine starre Durchführung. Also dass wir von hier aus gar nicht irgendwie Gefummel haben mit irgendwelchen Leitungen oder wie auch immer. Sondern dass wir von hier aus, der wird irgendwie so. Und dann 90 Grad nach oben. So. Mhm. So hier. So kommen wir noch an der Kardanwelle vorbei. Ja, und dann schön starr durch. Und so fertig. Und so. Und dann müssen wir alle einmal Augen zudrücken. Weil der dann durch den Unterboden geht. Also falsch. Hier kommt ein Bulkhead hin. Das heißt, wir haben ein durchgehendes Dashgewinde, wo eine Überwurfmutter ist. Und wir haben auf beiden Seiten dann Dashgewinde. Das ist eine sogenannte Schottwanddurchführung. Macht man auch für Bremsleitungen viel und so. Das heißt, wir schrauben von unten starr den Tank an. In dem Fall kann der ruhig auch starr dran, weil das ist ja kein Benzintank, der reißen kann, sondern das ist ja nur ein Sammelbehälter. Der, selbst wenn der reißt, ist es jetzt ja nicht katastrophal schlimm. Andere Variante ist, wir können uns das Leben noch einfacher machen, machen ein Loch, schieben das Rohr durch und machen einen Kantenschoner drum. Das wäre noch einfacher. Auf der anderen Seite kommt dann einfach das Dashgewinde und wir gehen dann richtig schön aus dem Unterboden mit einem Schlauch rein. Weil hier auch noch einen Schlauch machen, wird eine richtige Fummelei auf dem engen Wege. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen mit dem Dashgewinde, dann einen 90 Grad Schlauch und wieder 90 Grad nach oben, dann hat man hier wieder eine Vertiefung und so weiter. Nee, das lassen wir. Also ich tippe drauf, wir kommen so und so, gehen dann da durch. Auf der anderen Seite ist ein Dashgewinde, hier machen wir einen schönen Kantenschoner drum, unabhängig von den ganzen Löchern, die hier eh alle noch auf sind. Also muss ja auch ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Ne? Und dann geht man da einfach richtig geil mit einer Dash 16 Leitung in den Tank. Weil hier kommt ja eh noch ein weiteres Loch, weil wir müssen ja auch irgendwie mit den beiden Ölleitungen zum Tank kommen. So. Einmal die Ölleitung, die von vorne kommt mit dem Zulauf, also die Saugseite von der Pumpe, das ist der fette der 16. Und die Druckseite, die den Tank befüllt, die kommt auch noch zurück. Das heißt, ich denke mal, unterm Strich werden wir hier sogar vielleicht eine Batterie von Leitungen haben, 1, 2, 3, die halt alle hier lang gehen. Und dahin. Also das wird am Ende noch leitungsmäßig ganz im Voll. Das sieht jetzt hier so leer aus, ist es aber nicht. Deswegen muss ich den vorhandenen Platz
maximal gut nutzen. Hier haben wir noch einen schönen Schacht und hier haben wir noch einen Schacht, können wir auch ganz gut nutzen. Den hier würde ich allerdings gerne für Kraftstoff nehmen. Ja, wir punkten das Ganze erstmal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, langer Tag. Ich will euch noch einmal kurz das Ergebnis von heute zeigen hier. Wir sind soweit fast ready. Was ist das Gerät? Sieht schon ganz schön wild aus. Oberteil, Unterteil. Ich habe mich jetzt doch entschieden, beide zusammen zu einem Rohr als Ausgang zu führen. Das heißt, wir haben jetzt einmal Dash 20, der geht dann irgendwo in den Auspuff. Hier haben wir den ersten Eingang schon dran. Das heißt, die Gase, die vom Motor kommen, gehen hier rein, zirkulieren einmal um den Tank und müssen dann hier, also da kommen sie rein, müssen hier rum. Das ganze Öl bleibt dann hier so und müssen dann hier wieder raus. Und selbst hier haben wir Bleche eingesetzt, mehrere, dass da nichts durch kann. Ja, so ist der Plan. Die andere Seite, sagte ich ja, die geht irgendwo in den Innenraum. Das heißt, wenn der Tank dann irgendwann final wirklich sitzt, gucken wir, wie wir da am besten zum Innenlauf kommen. Ne? Hier kleiner Sumpf, wo es abfließen kann. Das klebe ich jetzt kurz zusammen und dann halten wir das einmal zusammen dran. Aber das sieht schon ganz nice aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen für einen Tag. Tada! Ja, genau so hängt er dann hier am Ende drin. Den fetten, den ihr jetzt knapp unter dem Unterboden seht, das ist quasi der Ausgang. Der geht genau über die Kardanwelle rüber. Die passt übrigens auch. Und der andere hier ist der Eingang, welcher dann hier noch durch den Mitteltunnel gelegt wird. Puh, ist jetzt schon schwer, die Kamera in einer Hand. Ja. So Leute, ich würde sagen, reicht für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.